Ja, herzlich willkommen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier von Technet die Gaming Maus M268. Ja, die packen wir jetzt einfach mal zusammen aus. Wie man sehen kann, ist die auch wirklich sehr, sehr gut hier oben verschlossen. Gucken wir mal, dass wir das hier auch ordnungsgemäß geöffnet bekommen und nicht abrutschen und uns hier in die Finger reinschneiden. Also das ist das erste Mal, dass eine Maus so verpackt ist mit diesem Tape, wie ich das sehe. Also ich kenne es so nicht. So, jetzt haben wir das Ganze mal offen. Packen uns mal hier die gute Maus aus. So, Karton auf Seite. Ja, als erstes, was wir sehen, ist ja, natürlich eine Gebrauchsanweisung bzw. Beschreibung der Maus. So, hier haben wir das gute Stück, schön in Polsterfolie verpackt. Man muss sagen, sie sieht wirklich sehr, sehr edel aus. Also top verarbeitet. Fühlt sich auch sehr gut an von der Hand, auch so von der Liegeform. Man liegt sehr schön mit den Händen, wie man sehen kann, auf und kann halt dann direkt super drücken. Das Mausrad fühlt sich wirklich sehr, sehr gut verarbeitet an. Hat eine leichte Gummierung, fühlt sich an wie ein Reifen. Halt nur in klein letztendlich, aber sehr, sehr weich und ist auch sehr, sehr ja, drehfreudig, sag ich jetzt mal so. Es spricht direkt an. Hier haben wir nochmal so ein bisschen Geriffeltes, was eigentlich so ein bisschen ja, die Optik mit reinbringt. Sieht eigentlich auch wirklich cool aus. Hier haben wir kleine Luftlöcher. Wahrscheinlich wird dann da aber auch halt dann LED rausleuchten. Und ja, das hier ist jetzt das ganze Kabel. Sieht schon mal wirklich sehr, sehr hochwertig aus, das Kabel. Also wie man sehen kann, ist es kein Billigkram oder so. Nicht wie bei den meisten Mäusen, so ein bisschen Kabel, Plastik drumherum. Und das war's dann. Sondern hier haben wir jetzt wirklich Kabel, wo man sagen kann, ist gut verarbeitet, ist sauber. Auch die Knickpunkte sind jetzt hier nicht vorhanden wie bei anderen Mäusen. Ich habe mir zum Beispiel eine CSL-Maus gekauft vor längerem Zeitraum. Da gibt es auch ein Hands-on-Video. Die Maus, muss ich sagen, ist wirklich sehr gut. Spricht auch super an den Games und allem drum dran. Problem ist aber, die ist hier oben ganz komisch verarbeitet. Das Kabel ist so dünn und die bekommt super schnell Knicke. Und ja, hier haben wir halt jetzt eine, wo halt das Kabel ein bisschen dicker ist, noch verstärkt ist mit diesem Nylonfaden oder auch aus dem Material, was halt umgeben ist. Ja, und das Ganze bekommen wir halt dann für einen recht angemessenen Preis schon wieder auf Amazon. Natürlich könnt ihr auch da wieder unten in der Beschreibung gucken und mich unterstützen, wenn ihr die Maus auch haben möchtet. Bestellt sie euch einfach und ich freue mich natürlich auch über Kommentare oder sonstige ja, Anregungen von euch. Was man noch sagen muss oder kann, besser gesagt, hier ist, die Maus unterstützt bis zu 2000 dpi, wenn ich das richtig gelesen habe im Internet. Reicht ja auch vollkommen aus eigentlich. Also mir persönlich, ich finde 1200 schon recht schnell. Und ja, an sich ist es wirklich eine super Maus. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch weiterhelfen. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.